So, wir kommen zum zweiten Panel des Tages und wollen uns jetzt sozusagen, nachdem wir die Anwender, den Staat als Anwender uns angeguckt haben, uns jetzt sozusagen mit der anderen Seite etwas beschäftigen, die betroffenen Perspektive, also den Menschen und Gruppen, die von algorithmischer Entscheidungsfindung betroffen sind, seien diese nun Verbraucher, Nutzer von Online-Diensten, Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder auch einfach nur unbescholtene Bürger. In immer mehr gesellschaftlichen Kontexten sind es die Rechenanweisungen von Algorithmen, die darüber entscheiden, wer welchen Zugang zu welchen Leistungen und Chancen erhält. Wir sind es bisher gewohnt gewesen, dass Menschen und Bürokratien, die irgendwie mit Autorität ausgestattet waren, bestimmte Entscheidungen über uns fällen durften. Also zum Beispiel, ob ich in eine bestimmte Bildungseinrichtung aufgenommen werde oder nicht. Es scheint aber so, das haben wir in dem ersten Vortrag von Karen Young auch ein bisschen mitbekommen, dass es eine Entwicklung gibt, weg von menschlichen Autoritäten und bürokratischen Hierarchien hin zu algorithmischer Autorität. Und das ist eine Entwicklung, die wird von einigen Forschungsdisziplinen, aber immer mehr auch in den Medien problematisiert, häufig im Zusammenhang mit bestimmten Risikoszenarien, die man damit verbindet, also zum Beispiel mangelnde Transparenz, zu hohe Komplexität, dass man selbst bei Transparenz nicht nachvollziehen könnte, wie Entscheidungen getroffen werden, potenzielle Diskriminierungseffekte, die sich damit einstellen können, um nur einige zu nennen. Ausgehend von diesen Risikoszenarien führen wir jetzt seit einer Weile eine Diskussion darüber, wie sich diese Risiken einhegen lassen, also die Notwendigkeit darüber, aber auch die Möglichkeiten, wie man da sozusagen eingreifen kann. Und diese Debatte werden wir auch heute sozusagen hier fortführen, möchten aber vorher noch mal vier Impulse hören. Es gibt eine kleine Planänderung. Frau Renate Künast wird es zeitlich nicht schaffen, sich in die Podiumsdiskussion zu setzen. Deswegen treffen wir jetzt sozusagen einfach die Entscheidung, dass wir mit einem Eingangsstatement beginnen. Frau Künast, ich werde Sie noch mal kurz vorstellen, ich muss einmal kurz meine Notizen rausholen. Frau Künast ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit 2014 ist sie Vorsitzende des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Und in dieser Rolle forderte sie zuletzt weiterführende Regelungen zur Algorithmenkontrolle, um Verbraucher wirksamer gegen mögliche Diskriminierungseffekte zu schützen. Liebe Frau Künast, herzlich willkommen. Wir freuen uns. Mikrofon haben Sie? Ja, genau. Genau. Oh, und schon ist es an. Darf ich das mal zumachen? Also es ist so, bei manchen Reden, meine Damen und Herren, sage ich immer, ich mache mit irgendjemandem im Raum ein Unternehmen für gute Redepulte auf, weil ein gutes Redepult ist eins, auf das man seine Sachen auch legen kann und jetzt nicht schon für nachfolgende Vorträge einen offenen Laptop hat. Tipp, tipp, tipp. Also falls jemand Interesse hat, ja, an diesem Unternehmen. Also danke für die Einladung, danke für das Verständnis. Jetzt habe ich erst eine ganze Zeit lang, einige Wochen lang meinen Kalender immer frei halten müssen, ausnahmsweise das Handy immer laut gestellt, was ich sonst gar nicht tue, weil man für alles Mögliche erreichbar war, tagelang in der deutschen parlamentarischen Gesellschaft rumgelungert, weil man und ich bei Verbraucherschutz und Landwirtschaft sozusagen mit in den Verhandlungen war, man dann mal gucken musste, wer wie wo wann Zeit hat oder auch nicht, um dann prompt jetzt zwei Termine zu dicht beieinander zu haben. Ja? Nachdem das vorbei ist, wir werden sehen, wie es weitergeht, weiß keiner. Falls mich noch jemand fragen möchte, ich weiß es auch nicht. Es ist einfach ein offenes Spiel, wir müssen ganz entspannt sein. So, zu unserem Thema Individuum und Gesellschaft, höchstwahrscheinlich wohl sortiert. Ich habe mich vorbereitet, Ihnen einen kleinen Einstieg einfach schlicht und einfach in die Algorithmenfrage zu geben und was ich mir an der Stelle an Regelungsbedarf vorstelle. Und einen Regelungsbedarf gibt es. Ich brauche in diesem erlauchten Kreise, ja, denke ich, gar nicht erklären, was Algorithmen sind. Ich will nur darauf hinweisen, dass je mehr wir drauf gucken auf Missbrauchsmöglichkeiten,
desto mehr kann einem eigentlich Angst und Bange werden, wohin wir eigentlich gehen und uns bewegen. Auch dieser Wahlkampf hat ja durchaus intensiv im Netz stattgefunden, wahrscheinlich nicht so massiv beeinflusst wie andere Dinge, wie zum Beispiel der Wahlkampf in den USA oder die Brexit-Kampagne in Großbritannien, ja? Wo man sich schon überlegen kann, also zwischen welche Milliardäre aus den USA haben finanziert, gleich mehrere unbestimmte Entscheidungen anzuschieben. Man kann sich aber auch umgekehrt fragen, wie viel Einfluss kam aus Russland, um hier zu beeinflussen. Also wir sehen spätestens an der Stelle, dass es bei der Frage, wem wird was zugesandt, ja, nicht nur um die Frage geht, wenn du dreimal Schuhe bestellt hast, als Mann, nicht als Frau, was Sie assoziieren. Ja? Sie haben dreimal Schuhe bestellt als Mann im Netz. Was kriegen Sie daraufhin? Einmal nach einer Kreuzfahrt geguckt und Ähnlichem. Die Frage, welches Gerät Sie dafür nutzen, was Ihre Wohnadresse ist und so. Das sind ja alles Einflussfaktoren, die aber eben in ganz anderen Kontext als im E-Commerce auch genutzt werden. Und wir alle diskutieren, die Grünen diskutieren schon sehr lange, über das Thema Überprüfbarkeit von Algorithmen. Ich will vorausschicken, selbst in diesen Jamaika-Gesprächen hatten wir das zum Thema im Bereich Verbraucherpolitik. Das hat als erstes dazu geführt, dass mich alle anderen in der Runde anguckten und als ich sagte, ja, also wir sollen jetzt hier festlegen, also voreingestellter Datenschutz, Vergleichbarkeit von Portalen und ja, Überprüfbarkeit von Algorithmen. Sagt einer, was ist das? Sagt der Nächste, ja, kann ich auch nicht genau erklären. Und wieder der Nächste oder die Nächste sagt, ja, ich weiß auch nicht genau. Also jetzt habe ich schon dreimal einen Satz gesagt, dann können Sie sich vorstellen, es waren alle drei anderen. Nur eine CDU-Frau muss ich ausnehmen. Stimmt, da muss man wahrscheinlich was tun. Wir hatten in diesen Jamaika-Gesprächen dann immerhin am Ende auf unseren grünen Druck hin den Satz, wir wollen eine Kommission einrichten, die uns bis Anfang 2019 einen Vorschlag macht, sozusagen den Themenkomplex sich ansieht und einen Vorschlag macht für Regulierungen. Aber dieses Papier ist ja jetzt schon wieder Makulatur oder modernes Antiquariat, wie immer man das nennen möchte, wo sie es einsortieren möchte. Tatsache ist aber, wir müssen etwas tun, weil der Einfluss im Alltag immer größer ist, weil wir ja, Sorgen müssen, wie mit Daten umgegangen wird, weil wir Sorgen haben vor Diskriminierung und weil wir, denke ich, wissen, dass wir nicht wissen, was sich technisch noch alles entwickelt. Ja, man kann ja nur ahnen, wie groß der Einfluss noch werden kann. Gut, dass Herr Maas vergangenen Sommer, vielleicht ein bisschen spät, aber vergangenen Sommer dann ein nationales Antidiskriminierungsgesetz vorgeschlagen hat, war da aber noch eine reine Überschrift ohne Unterbau, hat aber eine Machbarkeitsstudie zu einem Algorithmengesetz ins Auftrag gegeben, Ergebnisse, die wir nutzen sollten. Ich hatte, das wissen Sie wahrscheinlich zum Großteil, ein Gutachten beim Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages in Auftrag gegeben, das man auf der Seite des Bundestages auch findet, besteht aus zwei Teilen. Wenn ich das kurz zusammenfasse, haben die dann auch nach langen Mühen festgestellt, dass es eine Wissensungleichheit und eine Machtungleichheit an der Stelle gibt zwischen Nutzer und Diensteanbieter und Fazit, ein Regulierungsbedarf. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich zu regulieren? Ich weiß, manche zucken vielleicht nicht hier im Raum, aber grundsätzlich immer zurück. Ich habe jetzt von der FDP eigentlich meistens gehört, ja, Wettbewerb und Innovation darf überhaupt nicht eingeschränkt werden. So als könnte man innovativ nur sein, wenn man die Rechte anderer verletzt. Also die kreative Leistung, beides miteinander zu verbinden, war nicht immer präsent. Nun denn, wir werden uns der Aufgabe stellen müssen. Und ich glaube, dass es da nicht nur im engeren Sinne um Regulierung geht, sondern natürlich auch darum, ein Bewusstsein für Rechte und bestimmte Prinzipien zu schaffen. Und das Ganze natürlich auch im Kontext mit der Datenschutzgrundverordnung, die demnächst dann spätestens im Mai nächsten Jahres wirklich gilt und umzusetzen ist und die ja auch versucht, den Kontext zwischen Innovation, geschäftlichen Entwicklungsmöglichkeiten und dem Schutz persönlicher Daten und einer Privatsphäre entsprechend aufzulegen. Ich will Ihnen sagen, was mich in diesem Kontext bewegt, weil manche ja dann immer diesen Druck machen, Innovation, nur mit Innovation geht es, keine Hemmnisse bitte. Ich bin ja in gewisser Weise Anhängerin von John F. Kennedy, der
quasi den Verbraucherschutztag, den internationalen, geschöpft hat. Wie? Indem er am 15. März 1962 bei der State of the Union eine wirtschaftspolitische Rede hielt, in der mittendrin die Erkenntnis stand, dass Wirtschaft schließlich für den Konsumenten produziert und dass Konsumenten Teilnehmer, Teilnehmerinnen am Wirtschaftsverkehr sind. Also es ist dann nicht mehr so, wie da ist die Wirtschaft und da ist der Kunde und dessen Rechte spielen da gar keine Rolle, sondern es ist dann tatsächlich nicht nur Business to Business mit Rechten und Ansprüchen ausgestattet, sondern auch Consumer to Business. Der ist schließlich das Ende dieser ganzen Dienstleistungs- oder Produktionskette. Und ich finde diesen Ansatz eigentlich gut zu sagen, es geht hier um das Recht zu wissen. Das Recht zu wissen, nach welchen Regeln etwas funktioniert. Das Recht zu wissen ist für mich keines, wo ich sagen würde, jeder von uns soll das alles selber kontrollieren können. Ich könnte es ja nicht, schon weil mir zwischendurch die Geduld fehlen würde bei der Kompliziertheit der Darstellung. Ich könnte wahrscheinlich auch, ich würde weder die Zeit noch die Ruhe aufbringen, noch könnte ich alles, was mir dann dargeboten wird, tatsächlich analysieren. Dafür gibt es andere Leute mit Ausbildung oder Fachgruppen und Institutionen. Und das ist auch nicht das Interesse des einzelnen Kunden, dass sozusagen eine Offenlegung und Transparenz so geschieht, dass jeder sein Geschäftsgeheimnis sozusagen auf dem offenen Markt hinlegen muss. Aber das Recht zu wissen heißt ja dann notfalls und nicht das Recht, nicht diskriminiert zu werden, dass für den einzelnen Kunden jemand anders einen Rahmen schafft und oder jemand anders auch in der Lage ist zu kontrollieren, ob die verschiedenen Rechte, die es da gibt, in ein ordentliches Verhältnis zueinander gesetzt werden. Ich habe gesagt, es geht nicht nur um Recht, es geht auch um andere Dinge. Ich glaube, dass wir dringend schon in dem ganzen Vorfeldbereich, was ethische Ausbildung für Coder anbetrifft, was Medienkompetenz für Nutzerinnen und Nutzer anbetrifft, dass wir eigentlich da schon anfangen müssten. Das reicht dann nicht, wenn wir sagen, das muss man alles in der Schule lernen. Logischerweise geht es dann schief, weil wir schließlich alle nicht mehr in der Schule sind, allenfalls in der Schule des Lebens. Da müsste also sowas im wahrsten Sinne des Wortes auch stattfinden. Wenn ich mir jetzt angucke, was ist der Rahmen, den die Datenschutzgrundverordnung uns noch gibt, macht ja eine Differenzierung von der Frage, wo Algorithmen angewendet werden. Also einmal die Frage, ob tatsächlich nur per Algorithmus entschieden wird oder ob der Algorithmus eine beratende Funktion hat, zum Beispiel das Scoring. Und es hängt am Ende als nächsten Schritt immer dann auch an der Definition, was sind eigentlich sensible Bereiche, die noch zu definieren werden. So, ich habe Herrn Martini, der da gerade hinter mir saß, schon gelobt und ihm schon mal angekündigt, dass ich jetzt bei ihm schnorre, aber natürlich, ich zitiere Sie. Ich finde, die beste rechtliche Darstellung in dem Bereich, wo wir was regulieren müssen, hat er geschrieben. Warum? Weil es erinnert mich ein bisschen so, das habe ich früher mal gemacht bei BSE, ja, einmal das Rind umzingeln und sich angucken, welche Aspekte spielen da eine Rolle. Also wo kommt es her, wie wird es gefüttert, wie wird es gehalten und. So, umzingel ich jetzt den Algorithmus oder das Wort Algorithmus und laufe drumherum, kommt er ja, ohne jetzt dieses Bild des Umzingeln zu benutzen, ja beim Regulieren zu der Frage zu unterscheiden zwischen Prävention, was dann sozusagen heißt, das Abwehrrecht aus der Datenschutzgrundverordnung zu sehen und umzusetzen, Transparenz zu schaffen, Kennzeichnungspflichten, eine Ex-ante-Kontrolle. Ex-ante heißt bei uns Grün TÜV. Ja? Ein TÜV zu schaffen, womit Sie ja die Erkenntnis haben, nicht ich als Kunde kann es kontrollieren, sondern ich brauche eine Fachinstitution. Wenn ich Algorithmen TÜV sage, meine ich damit ehrlich gesagt nicht den TÜV. Weil der TÜV ist ja dann unternehmensfinanziert. Ja? Aber das ist so ein schönes Schlagwort. Ich gebe aber zu, man müsste sich ändern, weil man die Leute in die Irre führt. Ich sage mal ein gemeines Beispiel. Der TÜV Süd hatte auch Rana Plaza in Bangladesch kurz vorher kontrolliert und dann stürzte das Haus ein. Ich finde, es muss eine Institution sein, die unabhängig ist, schon von der Finanzierung angefangen. Aber wir wissen, dass es ein Begriff für etwas Institutionelles ist. Ein TÜV, der im Rahmen einer Art Zulassung oder einer Institution tatsächlich guckt, ob all die Kriterien eingehalten wurden, der auch guckt, wie sich die Algorithmen selber weiterentwickeln. Wenn sie lernend sind, muss man ja gucken, was lernen die nach welchen Kriterien. Ich habe gesagt,
das Rind umzingelt. Er hat also einmal über die Prävention geredet, was wir auch sagen. Also Transparenz, eine Zulassung, eine Institution dazu. Wir brauchen ein Risk Management, haben wir bei den Kühen auch gemacht. Ja, ein laufendes Risk Management. Dafür sogar eine neue Institution gegründet. Das müsste man jetzt hier so machen, dass man auf der einen Seite sozusagen eine institutionelle Kontrolle hat, die das irgendwie nachverfolgen kann. So wie große Unternehmen heutzutage immer, ja, auch in den USA, Red- und Blue-Teams nehmen. Ja? Der eine ist der Angreifer und der andere muss einen Angreifer finden, um selber mal durchzuspielen im laufenden Betrieb, ob draußen irgendein Hacker ist, der Lücken findet und nutzt. So, glaube ich, muss man hier auch quasi begleitend immer wieder selber testen, quasi als Käufer oder was immer, oder Käuferin, ob das System, wie das System sich weiterentwickelt und lernt. Ein Risikomanagementsystem sollte man auch einfordern, zumindest bei den größeren. Man braucht natürlich Start-up-Regeln. Man kann ja nicht, da komme ich auf die Innovation, jede Innovation abwürgen, aber da, wo die Konzerne, die Unternehmen und Dienstanbieter immer größer werden und eine Masse anbieten, weil man sowohl elektronisch kauft als auch kommuniziert, da haben sie dann ja eine Ansammlung, die tatsächlich zu einer Massenrechtsverletzung führt und auch das Monopol weiter ausbaut. Herr Martini redet selber auch von einer Selbstregulierung, quasi als weiteres Werkzeug an der Stelle, so ein bisschen wie bei der Corporate Governance Codex. Finde ich durchaus gut, weil eine Selbstanstrengung gut ist. Hatten wir aber als Grüne gar nicht zwingend da reingeschrieben. Warum? Weil wir manchmal daran zweifeln, manche von diesen Codexes und Selbstverpflichtungen führen ja nur, haben ja den Sinn, wie bei CSR teilweise, einfach eine staatliche Regulierung zu verhindern, um danach dann, wie bei CSR, aber alles so lange aufzuweichen und keine Standards zuzulassen, sodass das Ergebnis des Berichts für keinen Menschen kontrollierbar ist, wegen Mangel an Vergleichbarkeit. Deshalb würde ich das auch immer nur als zusätzliches Instrument nennen. Und dann kommt natürlich der Ex-Post-Schutz, also all die Haftungsfragen, Gefährdungshaftung, aber auch die Frage der Rechtsdurchsetzung. Was nützt mir das Recht, wenn ich es nicht durchsetzen kann, weil ich als kleiner Kunde gegen Amazon, Google, wem immer agieren muss? Dann muss man sich natürlich überlegen, wie kann man entsprechend die Verbraucher stärken. Eines der Stichworte ist da ja immer ein Verbandsklagerecht. So, jetzt hätten wir den Algorithmus an dieser Stelle umzingelt, meine Damen und Herren. Ich bin der festen Überzeugung, nachdem ja von vielen Stellen gesagt wurde und bei so manchen Parteien gesagt wurde, ja, muss man was kontrollieren, bei einigen eher sehr zögerlich, die Innovation mehr nach vorne stellen. Unsere Aufgabe, meine Damen und Herren, ist eigentlich in dieser Legislaturperiode, uns auf das Thema Algorithmen auch zu konzentrieren, weil wir sonst, wenn wir nicht frühzeitig anfangen, in Deutschland und Europa zu Regulierungen, Umsetzungen zu kommen, dann entwickelt sich ein Geschäftsmodell, wo wir gar nicht mehr in der Lage sein werden, einzugreifen und wo, sage mal, Privatheit und Datenschutz komplett abhanden geht. Deshalb glaube ich, das Mindeste, was wir tun müssen, ist jetzt dafür Sorge zu tragen, und darum will ich mich kümmern, dass wir zum Beispiel eine Kommission einsetzen, die sagt, innerhalb eines Jahres macht ihr uns bitte konkretere Regulierungsvorschläge, damit man in dieser Wahlperiode zu einer Entscheidung kommen kann. Oder man muss den Bundestag gleich mit einem Gesetzentwurf konfrontieren. Aber die Kunden haben das Recht, in dieser digitalen Gesellschaft Rechte garantiert zu bekommen, die sie in der analogen auch haben. Und weder in der analogen noch in der digitalen muss das oder wäre das ein Geschäftshindernis, weil ein Geschäftshindernis, der Artikel 14, muss ich ja immer im Kontext anderer Artikel sehen, zum Beispiel der Antidiskriminierungsvorschrift. Danke. Ja.